Sie haben es gerade erwähnt, niemand zahlt natürlich gern Steuern. Und wenn wir jetzt von Steuern sprechen, viele von unseren Zuseherinnen und Zusehern, das ist genau das. Die haben einen Lohnzettel am Ende des Monats, wo ein Bruttolohn draufsteht und ein Nettolohn draufsteht. Und da geht ganz schön was weg ans Finanzamt. Dementsprechend haben Steuern in der Öffentlichkeit eigentlich kein gutes Image. Aber wenn wir nochmal kurz darauf eingehen, warum ist es denn eben so wichtig für unsere Gesellschaft, für auch den Zusammenhalt und auch für den Fortbestand einer Wohlstandsgesellschaft, in der wir leben, dass es diese Steuern gibt? Und was kann man vielleicht auch tun? Jetzt mal, Sie machen ja etwas damit, dass Sie es eben auch öffentlich machen, aber was musste man tun, um eben auch diese Steuern, wie soll ich sagen, attraktiver zu gestalten, dass es eben auch ein positiveres Image damit verbunden ist, dass ich eben nicht nur immer davon rede, das Finanzamt nimmt mir was weg, sondern ich leiste meinen Beitrag. Ja, man kann das auf jeden Fall mal umstellen in der Art und Weise, wie man darüber spricht. Und ich glaube, es wäre auch gut daran getan, wenn man eine andere Art hat, zu vergegenwärtigen, wofür das alles ausgegeben ist, was wir nicht alles erreichen, mit Hilfe der Steuern zum Beispiel auch. Aber ich möchte auch respektieren, dass das für viele Menschen natürlich eine Last ist, wenn man dann schaut, okay, was bleibt am Ende übrig? Da kann ich mir noch so schön reden, dass das dann den örtlichen Kindergarten finanziert, die Schule, das Krankenhaus, die Gerichte, ja, also auch der Rechtsstaat wird steuerlich finanziert, etwa ein sehr hohes Gut in meinen Augen zum Beispiel. Das kann ich mir schön reden, wie ich will. Ich glaube, es ist dann wichtig zu sagen, okay, wir müssen auch mobilisieren und dieses Thema da angreifen und an der Wurzel, wo ist es? Und in meinen Augen, und das ist eine Perspektive von vielen, ist es die Wurzel der Art und Weise, wie wir über Geld sprechen, über die Verteilung von Geld, was das mit unseren Geburten zu tun hat, weil es ist nach wie vor, also rein, wenn Sie sich die Analysen anschauen, wie unsere Gesellschaft funktioniert, bestimmt der Nachname, in den Sie hineingeboren werden, mehr über Ihre potenzielle Karriere und Ihre Möglichkeiten als Ihre Arbeitsleistung. Und das kann nicht sein. Das ist einfach unfair von oben bis unten. Und das lässt sich steuerlich dann korrigieren, wenn das Kind quasi schon im Brunnen ist. Da ist die Verteilung schon passiert. Aber es ist ein Mittel, um auch die Übergangszeit zu begleiten, in der man die Verteilung grundsätzlich neu regelt.